Gestern war wieder mal ein Team auf der Straße. Wir haben ja ein Team, wo der Stefan und andere amigs gehen. Am Samstag sind sie zu baden und sie beten. Und sie reden mit Leuten über das Evangelium, reden, über die Botschaft von Jesus Christus. Und hey, jedes Mal passieren da Sachen. Und ich will das einfach ermutigen. Vielleicht ist das mal etwas für dich, weil es tut einfach gut. Jemandem einfach seinen Glauben, die Botschaft von Jesus Christus zu erklären, vielleicht auch noch mit jemandem zu beten, weil da passiert jedes Mal etwas. Steff, komm doch kurz führen. Wir sind gestern gewesen, erzähl uns doch ein, zwei Sachen, was so gelaufen ist gestern auf der Straße. Ja, also eigentlich bin ich zuerst mäßig motiviert gewesen beim Regen auf der Straße. Weil auch die Netzwerkband hat nicht gespielt, das heisst, du läufst das zweite, das dritte alleine und sprichst Leute an, ohne dass eine Band spielt oder Leute dort hocken, die denken, sie haben Zeit und du kannst sie ansprechen. Aber wir sind dann trotzdem gegangen und ja, haben Leute angesprochen, eben gefragt, ob sie wissen, dass Gott sie liebt, einen Plan für ihr Leben hat. Und dann gehst du weiter, bis das für sie spätet. Und dann auch fragst, ob sie selber das Übergabegebet machen wollen. Ja, und es ist immer ein Wunder, dass man bei dem Einsatz erleben darf, dass, ja, dass eigentlich Leute dann das Übergabegebet machen. Und auch wieder gestern haben zwei Leute das Übergabegebet mit mir können beten. Und das ist einfach immer ein Geschenk, also auch bei Regen wirkt Gott. aber etwas anderes, was mich immer wieder so ein bisschen beeindruckt ist, am Schluss haben wir noch so drei Jugendliche angesprochen, die dort waren. Und ich fange wieder so das Gespräch an. Und dann merkst du so zwei so, oh, was will der von mir, von uns und so, lass uns in Ruhe, oder? Also merkst du siehst so die Gesichter an und dann machst du einfach weiter, oder? Dann sagst du, ja, aber ich will dir schnell lesen, was in der Bibel steht und dann fährst du ihnen einfach das Evangelium erzählen und plötzlich dreht sich all drei dir zu und hören dir einfach zu. Du darfst für sie beten, dann liest du ihnen ein Übergabegebet vor und dann haben sie zwar gesagt, ja, nein, wir wollen es noch nicht beten, aber wir hören dir mega gerne zu. Ich so, okay. Also nicht mehr in dem Sinn, sondern auch im Wort Gottes. Und das ist immer einfach mega ermutigend, ja, wenn man sieht, dass das Wort Gottes einfach Herzen öffnet. Es liegt nicht an uns, was wir sind, was wir können, sondern es liegt am Wort Gottes, wo wir mitteilen dürfen. Und das wirkt. Und das einfach als Zeugnis. Und ja, wenn jemand mal Interesse hat, zum mitkommen, wir machen am 29. Oktober machen wir da ein GZB, kommen Leute von Zürich, die so das Gospel-Skript mit dem angefangen haben, sie schulen da uns. Also wenn jemand am 29. Oktober dabei sein will, wenn mitkommen, ist herzlich eingeladen, dort dabei zu sein. Ihr könnt auf mich zukommen und dann gebe ich euch mehr Informationen dazu. Gut. Die einen von euch wissen, ich durfte letzten Sonntag etwas übersetzen. Ich habe es mega gerne gemacht für Mirella, aber ich bin immer so nervös, wenn ich so muss reden vor Leuten und dann kommen mir ja, zum Teil nicht so die richtigen Worte in den Sinn. Aber der Michael ist dann auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich das machen würde. Und ich habe gewusst, Gott will das von mir. Ich wollte es eigentlich nicht wollen, aber ich habe es für Gott gemacht. Und ich war da im Gottesdienst und ich hatte extrem Schmerzen gehabt. Und ich hatte auch extrem Kopfweh. Und für die, die das wissen, ich hatte einmal mit dem Iliosakralgelenk extrem Mühe gehabt. Und ich habe wirklich im Schlafen, im Sitzen, es hat immer extrem geschmerzt. Und ja, Gott hat mich geheilt, letzten Sonntag. Einfach nur, weil ich gehorsam war. Guten Morgen miteinander und auch herzlich willkommen zum zweiten Gottesdienst. Für mich ist heute irgendwie ein besonderer Tag aus diesem Grund. Als ich vor rund 20 Jahren, da war ich noch berufstätig in Südafrika, in die Schweiz kam, war das, glaube ich, die erste oder vielleicht die zweite Gemeinde, in der ich überhaupt in der Schweiz wirken durfte, Input geben, lehren durfte und vieles mehr. Und so ist das für mich, wie wenn ein gewisser Kreis sich schließt. Und für mich ein ganz großes Vorrecht, heute hier zu sein. Also mein Name ist Walter Penzhorn. Ich bin in Südafrika geboren und bin dann vor etwa 15 Jahren von Südafrika nach Deutschland übergesiedelt und bin in einem Reisedienst tätig. Die Hälfte der Zeit in Deutschland, die andere Hälfte der Zeit in der Schweiz.
Das Thema, das mich schwerpunktmäßig sozusagen auf dem Weg hält, ist das Thema Gottes Stimme hören. Und da passt nun genau dieses Thema von den Wortgaben aus 1. Korinther 12, passt da genau hinein. Und als ich angefragt wurde, zu diesem Thema zu lehren, habe ich da sehr gerne Ja gesagt, denn wir haben in den Teams, wo ich in Südafrika mitwirken durfte, sehr viel guten Input, auch besonders von der Praxis bekommen, zu diesem Thema. Ich bete noch mit uns und dann beginnen wir mit der Lehre. Vater, ich danke dir für den Tag, danke auch für diesen zweiten Gottesdienst und danke Jesus, dass du immer gegenwärtig bist, auch wo zwei oder drei versammelt sind jetzt. Und danke, Herr, dein Wort sagt, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Danke, dass wir das erleben durften. Und danke, Heiliger Geist, für deine spürbare Gegenwart hier in diesem Raum, dass dies eine Gemeinde ist, die sich wirklich öffnet und dich willkommen heißt. Danke, Heiliger Geist, dass wir das auch so wahrnehmen dürfen. Und ich bete, Herr, dass du jedem Einzelnen von uns durch diese Lehre Mut machst, selber noch mehr von Gott zu empfangen, aber auch das weiterzugeben. Amen. Unter den neun Geistesgaben in 1. Korinther 12 gibt es zwei, die gleich an erster Stelle stehen, und das ist das Wort der Erkenntnis und Wort der Weisheit. Und ihr habt euch als ganze Gemeinde in den vergangenen Wochen in vielfacher Weise darüber Gedanken gemacht und auch in die Praxis umgesetzt, wie kann man mit diesen Geistesgaben wirksam werden im eigenen Leben oder in besonderer Weise dann auch in der Gemeinde und für Menschen. Und ich hebe zwei heute hervor. Die Bibelstelle, die dazugehört, ist 1. Korinther 12, Vers 8. Das ist der Anfang von der Liste der neuen Geistesgaben. Also vielleicht nur zum Hinweis, es liegen überall solche kleinen Zetteli aus. Das ist so eine Mini-Version von meiner Lehre. Da kann man, wenn man möchte, noch mitmalen. Also meine Lehren, meine Unterlagen haben so ein besonderes Merkmal. Das Wichtigste steht nicht drin. Also natürlich das Allerwichtigste ist, dass die Bibelverse drin stehen. Die stehen immer drin. Aber was ich so sagen möchte oder was ich übertragen möchte, das steht meistens nicht drin. Es wäre also schön, wenn man einen Stift zum Malen, einen Schreiber dabei hat und jeder hat dann so ein Blatt. Kann man das ein bisschen nachvollziehen. Also hier der Bibelvers: Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben und dem anderen aber das Wort der Erkenntnis. Und hier hat Paulus einen Schwerpunkt darauf gelegt, dass er sagt, das Wort der Erkenntnis und das Wort. Es ist nicht Gottes gesamte Erkenntnis, es ist nicht Gottes gesamte Weisheit. Und der große Lehrer Derek Prince hat es mal so verglichen. Man könnte sich vorstellen, Gottes Weisheit oder seine Erkenntnis könnte man vergleichen mit den Ozeanen der Welt. Also die haben für uns unüberschaubar viel Wasser. Und jetzt könnte man sich vorstellen, also Wasser, vielleicht auch ein Bild für das Wirken des Heiligen Geistes. Nun erleben du und ich uns eine vielleicht anstrengende oder auch schwierige Situation. Und das ist wie wenn eine Hand kommt und aus diesem unermesslichen Ozean mit einer schönen Tasse Wasser rausschöpft und sagt, liebe Freund, für deine momentane Situation, hier ist eine Tasse voll Erkenntnis oder eine Tasse voll Weisheit von der unermesslichen Weisheit und Erkenntnis Gottes. Deswegen hat Paulus einen Schwerpunkt drauf gelegt, ein Wort, also einen Gedanken, einen Zuspruch, aber Gottes Weisheit ist total überwältigend, unermesslich. Dann nochmal für uns selber zur Zusammenfassung. Unter den neuen Geistesgaben, die Gaben, die man einstufen würde als Wortgaben, kommt alles aus 1. Korinther 12, Vers 8 und weiter, Wort der Erkenntnis, Wort der Weisheit, dann die Gabe der Prophetie, dann die Gabe der Unterscheidungen der Geister und die Gaben der Sprachenrede und Auslegung. Und wir befassen uns heute mit zwei Gaben, und das ist Wort der Erkenntnis und Wort der Weisheit. Wir beginnen also mit dem Wort der Erkenntnis. Und den Schwerpunkt, den ich wähle, also dass ich nicht eine Wortstudie mache, was heißt Erkenntnis im griechischen Urtext, also das ist viel zu anstrengend für einen Sonntagmorgen. Das machen wir auf irgendeinem Gemeindeseminar, wo wir Zeit haben. Sondern wir gucken mal, wie ist Jesus damit umgegangen? Und das habt ihr bestimmt in diesen letzten Wochen auch erlebt. Jesus hat enorm viel zum Thema Heilung gelehrt und dann auch gehandelt. Und jetzt schauen wir mal ein Beispiel aus dem Leben Jesu an. Und ich möchte hervorheben, das ist ein einziges Beispiel.
Johannes 1, Vers 45. Johannes 1 deutet darauf, dass es ganz am Anfang von dem Wirken Jesu, von dem öffentlichen Wirken Jesu. Genau genommen, zu diesem Zeitpunkt hatte er noch gar nicht seine Jünger berufen. Er war noch ganz alleine. Es war direkt anschließend an die Taufe im Jordan. Und nun lesen wir Johannes 1, Vers 45. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten. Jesus, den Sohn des Josef von Nazareth. Nathanael spricht zu ihm: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und spricht von ihm: Siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du? Du wirst Größeres als dieses sehen. Und so war das ja auch dann. Das Erste, was wir hervorheben möchten: Jesus sieht den Nathanael und gibt ihm einen Zuspruch. Aber die Vorgeschichte dazu ist: Nathanael muss offensichtlich einiges an gutem Bibelwissen gehabt haben. Und er wusste dann wahrscheinlich, dass die prophetischen Schriften sagen, der Messias, Jesus, der wird aus Bethlehem kommen. Und hier ist jetzt eine, und er heißt Jesus von Nazareth. Also wie sagt man in der Schweiz so schön? Üppes stimmt nüt. Also da ist irgendwas nicht in Ordnung. Also aus seiner Sicht hat er begründeten Vorbehalt, das kann nicht Jesus sein. Also das stimmt ja nicht. Nun wissen du und ich, es gab so eine kleine Komplikation. Also Jesus ist tatsächlich in Bethlehem geboren. Und dann mussten die Eltern und Jesus nach Ägypten fliehen, weil Herodes alle Kinder versucht hat umzubringen. Und die blieben so lange in Ägypten, bis Herodes gestorben war. Und dann kamen die Eltern mit Jesus zurück und gingen zurück in ihre Heimatstadt, und das war Nazareth. Und so wuchs Jesus auf und wurde bekannt als Jesus von Nazareth. Aber er ist tatsächlich in Bethlehem geboren, so wie die prophetischen Schriften das gesagt haben. Nur das alles weiß unser doch sehr gut geschulter, intellektuell auf Draht Nathanael nicht. So hat er nach seinem Ermessen begründete Zweifel. Das kann nicht sein. Nun wäre die Frage, achtet mal drauf. Wir haben also eine Person, die heißt Nathanael. Der hat eine Erwartung, der Messias kommt. Wahrscheinlich ist diese Erwartung hervorgerufen durch Johannes dem Täufer. Der hat die Leute ja zur Buße aufgerufen, sagt, der Messias kommt. Und er hat eine Erwartung. Aber er hat nach seinem Ermessen begründete Zweifel. Und das Schöne an diesem Beispiel ist, wie begegnet Jesus ihm in seinen Zweifeln und Fragen? Ich habe hier blau hervorgehoben. Jesus sagt, ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Und dieses sah ist nicht so eine optimale Übersetzung. Natürlich, faktisch, sprachlich ist das eine korrekte Übersetzung. Aber das griechische Wort, das dort übersetzt wird als sehen, ist eido. Und wer eine griechische Bibel oder Zugriff auf einen irgendwie einen griechischen Urtext hat, gibt es auch im Internet ganz gute Tools. Dieses Wort eido kann man so verstehen: Es ist ein Begriff, mit dem prophetische Wahrnehmung oder prophetische Offenbarung zum Ausdruck kommt. Also was Jesus ihm eigentlich sagt mit dem Begriff Eido: Nathanael, bevor du hierher kamst, habe ich dich prophetisch unter dem Feigenbaum gesehen. Das sagt uns eigentlich. Nun schau mal, was die Auswirkung ist. Was bemerkenswert ist: Nathanael hatte im Herzen zwei Dinge. Das eine ist eine Hoffnung, eine Erwartung, dass der Messias kommt. Und zum anderen nach seinem Ermessen begründete Zweifel. Hier stimmt doch was nicht. Und Jesus kommt nicht und sagt, Nathanael, ich wollte dir nur sagen, also ich bin der Messias.
Das können wir für dich und mich mitnehmen. Entweder für unser eigenes Leben oder wenn wir für andere Menschen beten und hören. Manchmal beantwortet Gott nicht direkt die Frage oder das Anliegen, sondern er gibt einen Impuls. Und was Nathanael dadurch wahrnehmen kann, also die Bibel gibt uns nicht all die Einzelheiten, aber so viel wusste er, als er dort drüben unter dem Feigenbaum war, war Jesus nicht dabei. Und wenn Jesus ihm sagen kann, bevor du kamst, sah ich dich prophetisch unter dem Feigenbaum, das wirkt bei ihm ganz tief etwas, was sagt, Gott sieht mich, Gott kennt mich. Wo ich bin, was ich tue, Gott sieht es. Und das trifft Menschen enorm tief in ihrem Herzen. Wir werden das gleich nochmal aufgreifen. Also Jesus sagt zu ihm, Nathanael, bevor du herkamst, habe ich dich prophetisch gesehen. Und die Auswirkung davon ist gewisserweise gigantisch bei Nathanael. Er sagt, Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Und das hat Jesus noch gar nicht mal zu ihm gesagt. Aber diese Offenbarung durch das Wort der Erkenntnis, ein Wort der Erkenntnis kann man sagen, das ist so, wie man auf der Bühne manchmal so einen Leuchtkegel hat. Dass eine Person, wenn die einen guten Zuspruch bekommt vom Wort der Erkenntnis, dann fühlt sie sich unter Gottes Lichtkegel gestellt. Gott sieht mich, Gott kennt mich, Gott weiß alles, was mich beschäftigt. Und das wird durch ein Wort der Erkenntnis hervorgerufen. Ich habe zur besseren Illustration von dem Wort der Erkenntnis habe ich da drei Spalten gemalt, die Vergangenheit, Gegenwart und die Zukunft. Und ein Wort der Erkenntnis wird in der Gegenwart ausgesprochen und bezieht sich auf die Vergangenheit. Ist das noch gut sichtbar auf dem Bildschirm? Und zwar wird eine spezifische Sache angesprochen. Das kann eine Tatsache sein oder eine Begegnung oder ein Ereignis. Also eine Person spricht einer anderen Person ein Wort der Erkenntnis zu und in dem Leben von dieser Person in der Vergangenheit, die Vergangenheit kann wenige Minuten zurückliegen, kann Tage, Stunden, Jahre zurückliegen. Das Wichtige ist, die Person kann das sofort bestätigen. Also die bekommt einen Zuspruch. Jesus jetzt sagt, ich sah dich in der Vergangenheit unter dem Feigenbaum. Man könnte sich so ein Wort der Erkenntnis in verschiedene Weise vorstellen. Eins wäre zum Beispiel in einer Beratungssituation. Hier ist eine Beraterin oder Berater und hier sitzt unser Ratsuchende. Und dann hat die Beraterin den Eindruck, du hattest in deinen Kindheitstagen ein Trauma, vielleicht in der Schule oder so. Und dann könnte das angesprochen werden. Und wenn das vorliegt, dann wird unser Ratsuchender sofort bestätigen können, ja, ich hatte ein traumatisches Erlebnis in der Vergangenheit. Also ein Wort der Erkenntnis wird in der Gegenwart ausgesprochen und bezieht sich auf die Vergangenheit. Und die Vergangenheit kann sehr, sehr lang zurückliegen oder ganz nöch sein. Nun kann man sehen, was bei Nathanael geschah. Man kann fragen, als er zu Jesus kam, wie viel Glaube oder wie viel Erwartung hatte er? Mit Schwarz will ich damit andeuten, null. Der hatte Fragen, Zweifel, vielleicht hat er einen Wunsch. Ja, ich möchte auch den Messias kennenlernen, aber der hier, das kann es nicht sein. Er hat also Fragen, Zweifel nach seinem Ermessen, begründete Zweifel. Und dann sagt Jesus ihm dieses Wort, ich sah dich unter dem Feigenbaum. Ein Wort der Erkenntnis zum Thema Glaube weckt Glaube. Dabei kann eine Person null Glaube haben oder kann viel Glaube haben, aber Hoffnung, Glaube, Erwartung und wie ich schon vorhin das sagte, die Grundlage für diesen Glauben ist
Gott sieht mich. Es ist also wichtig, dass die Person, die möchte feststellen, ich bin gemeint, nicht der Rest der Gemeinde, es ist ein spezifischer Zuspruch, du warst unter dem Baum. Zum Thema Heilung. Also wer weiß von dem Bill Johnson? Wer kennt den Bill Johnson? Sicherlich viele hier. Ich war mal auf einer großen Konferenz in Deutschland. Da hatte Bill Johnson gelehrt zum Thema Wirken des Heiligen Geistes und Heilung und vieles mehr. Aber das Bemerkenswerte ist, als es bei ihm zu der Ministry-Zeit kam, der hat speziell aus Amerika ein ganzes Team junge, fitte Leute, ich weiß die Zahlen nicht mehr, sag mal 5, 6, 7, 8, ich weiß es nicht, die standen in einer Reihe da und dann hat er die der Reihe nach sozusagen in die Gelegenheit gegeben, welchen Eindruck habt ihr, wen Gott heilen möchte oder was Gott heilen möchte? Also die waren nicht da zum Lehren, die waren da zum Dienen und ihr Dienst sah zweierlei aus. Das eine ist, in dem gegebenen Moment, er hat sie sozusagen alle abgehört. Welchen Eindruck hattest du, du, du? Und offensichtlich sind diese, es waren also hauptsächlich junge Leute, total fit. Solche präzisen Eindrücke habe ich selten in meinem Leben gehört. Er hat sie also von Amerika hergeflogen, zu hören von Gott, was er heilen will und dann natürlich für die Leute zu beten. Und welche präzisen, also die haben da Fachausdrücke gebraucht, also ich, mir wurde da schier Angst und Bange. Also jemand hat in der Schleimhaut, in der Kehle, dort rechts, links, unten und so und exakt, exakt, exakt haben sie, ja und die Person ist aufgestanden und die wurde dann geheilt. Also einmal das Wort der Erkenntnis, dass das sehr exakt ist, dass die Menschen hier wissen, ich bin gemeint und je präziser das ist, desto mehr wird der Glaube, wenn man das auch sagen will, bei der ratsuchenden Person angefacht. Ich bin gemeint, Gott sieht mich und wenn er mich sieht, wird er auch was dran tun. Das wünsche ich uns für den Heilungsdienst, für den Beratungsdienst, für den Segnungsdienst. Sicherlich, Gott segnet manchmal auch in breitem Maße, aber ein Wort der Erkenntnis ist sehr präzise. Und unser prophetischer Lehrer hat gesagt, Jungs, achtet darauf, dass ihr nicht solche breiten Worte gibt. Also hier ist jemand unter uns, du hast dich intensivst für deine Beziehung für Jesus eingesetzt und hast schon manche Schwere erlebt und du bist auch manchmal traurig gewesen, aber Gott liebt dich und er sieht deine Tränen und Gott wird dich in die Tränen abwischen und so. Aber weißt du, das betrifft ungefähr 70% der Gemeinde. Wir haben alle ein Verlangen nach Gott und dass er meine Tränen abwischt und mich sieht, wenn ich da weine und vieles mehr. Unser Lehrer sagt, das ist ein Schrotgewehr. Eindrücke. Wir brauchen präzise. Nun musste ich vieles davon lernen. Unsere Lehrer haben uns zwar darauf hingewiesen, aber weißt du, es dauert immer noch so eine Weile, wenn du das lehrmäßig hingewiesen bekommst, bis du es dann selber bei dir dämmest. Ich war mal auf einer ganz großen Konferenz, da waren ganz viele Leute, da war ich eingeteilt in einem Team zu zweit. Und es sah dann so aus, sie haben so einen schönen Zeitplan für den ganzen Nachmittag gehabt. Jede Viertelstunde kam eine andere Person und ich und mein Freund, wir haben zusammen da gedient. Und dann kam die nächste Person rein, dann haben wir den Herrn gefragt, Herr, was hast du für diese Person? Und ja, das kennt ihr alles. Dann sah ich so eine grüne Wiese und einen blauen Himmel und weiße Wolken und auch noch einen schönen Strom, der da fließt und ein paar Blumen da. Und dann kam die nächste Person und sagte, Herr, und was möchtest du dieser Person sagen? Also wieder eine grüne Wiese und einen blauen Himmel und ein paar Wolken da und einen Adler, der da fliegt und nochmal das Wasser da. Und dann kam die nächste Person, wieder eine grüne Wiese und den blauen Himmel und den Adler, der fliegt. Irgendwann sagte ich zum Herrn, ich bin nicht undankbar, also ich bin sehr dankbar für jede Blume auf der Wiese und für jede grüne Wiese und für jedes schöne plätschernde Wasser. Aber gibt es hier nicht etwas von ein bisschen mehr Substanz, was du uns sagen kannst? Ich habe es selten erlebt, dass Gott so schnell mein Gebet beantwortet hat. Die nächste Frau, die reinkommt, als ich den Herrn frage, Herr, was möchtest du ihr sagen? Da sehe ich neben ihr, die erwachsene Frau, einen Bub, der ist vielleicht so groß. Wie alt ist ein Bub, wenn er so groß ist? 8, 9 Jahre? Und das ist ein uneheliches Kind und macht ihr große Probleme. Dann dachte ich, Herr, das ist ja ziemlich heftig. Habe ich hier was kaputt gemacht? Herr, ich denke, es ist doch einfacher,
um fliegende Adler zu prophezeien und grüne Wiesen und Blumen auf den Wiesen, sowas ähnliches, das ist doch sehr schwierig. Nun hat unsere Lehrer uns gesagt, also jetzt kommen wir zu dich und mich, zu dir und mir, zu dem Thema Glaube. Und was wir uns wünschen, so wie unsere Lehrer uns das gelehrt haben, wir wünschen uns präzise. Also nicht so allgemeine Schrotgewehrworte, wir wollen ein präzises Wort. Und viel mehr präzise als das hätte ich mir nicht vorstellen können. Nur das bringt einen nächsten Element und dieses nächste Element ist Risiko. An dem Tag wusste ich, einmal habe ich Gott gefragt, Herr, bitte gib mir was von Substanz und er gibt mir was von Substanz und das ist jetzt echt eine Nummer zu groß für mich. Unsere Lehrer haben gesagt, wie man mit diesem Risiko umgehen kann, ist, stelle Fragen. Das Besondere bei diesen Fragen, die wir stellen, ist, wir wissen eigentlich schon die Antwort. Aber das lässt uns doch noch ein Stück an Freiraum. Also statt zu der Frau zu sagen, du hast das oder so ist das, kann man sagen, liebe Frau, hast du einen Sohn? Die wird in der Regel sagen, ja. Wenn das ein Eindruck vom Herrn ist. Wenn nicht, ja gut, dann gibt es dir und mir immer noch die Ausweichmöglichkeit. Aber wir bitten ja den Herrn um ein Wort der Erkenntnis und die Erfahrung zeigt, wenn wir dem Herrn um ein Wort der Erkenntnis bitten, dann gibt er uns und je mehr wir sozusagen pochend bei ihm fragen, desto präziser sind sie, aber desto höher ist das Risiko. So möchte ich dir das als praktischen Hinweis geben. Wenn du ein sehr präzises Wort bekommst, das unter Umständen schwierig sein könnte, dann wäre ein guter Ansatz, eine Frage zu stellen, nicht eine Sage zu machen, liebe Frau, das hast du, sondern liebe Frau, hast du einen Sohn? Ah ja. Und wie alt ist er? Ah ja, so. Und den Eindruck, den ich habe, dass es ja die großen Probleme gibt und Gott möchte da was ändern. Und dann kann die immer wieder auf die Fragen antworten. Das ist zu dem ganzen Thema Worte der Weisheit, Worte der Erkenntnis ein Hinweis, den unsere Lehrer uns gegeben haben, der für die Praxis sehr hilfreich ist. Bevor du eine Aussage machst, stelle lieber eine Frage. Aber eigentlich weißt du schon, was die Antwort ist. Hat natürlich so ein bisschen den Anstrich, erst sagt die Frau uns, was ihre Situation ist und dann prophezei ich es ihr zurück. Aber naja, das ist vielleicht besser als wenn, weißt du, in so ein Thema von Familie und Familienfragen und so, das sind sehr sensible Fragen und da wollen wir sehr vorsichtig damit umgehen. Und in diesem Tag, das hat sich tatsächlich bestätigt. Das war wirklich so, dass sie den Sohn hat und dass es da Fragen gab. Und dann konnten mein Freund und ich, dann können wir danach ihr die Hände auflegen und für sie beten und beten, dass der Herr den Sohn anrührt und diese Beziehung heilt. Aber Gott zeigt die Not und bei ihr weckt es Glaube. Weißt du, vielleicht hat sie schon seit längeren Jahren mit dieser Frage, mit ihrem Kind und viele mehr zu kämpfen. Und jetzt weiß sie, Gott sieht mich. Und dieses, dass Gott mich sieht, ist oft die Grundlage für Heilung. Heilung, Wiederherstellung und vieles mehr. Das heißt, die Person ist in ihrem Herzen angerührt. Gott sieht mich, genau wie bei Nathanael. Bei Nathanael war es vielleicht nicht so sehr Heilung und Wiederherstellung, sondern es war die Antwort auf seine Fragen. Wir könnten noch ein bisschen länger an dem Punkt stehen bleiben. Wir möchten aber auch das Wort der Weisheit anschauen. Wiederum bei dem Wirken von Jesus. Es gibt hier eine Aussage in den Sprüchen, die können wir hier mit hineinnehmen. Sprüche 9, Vers 1. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut, hat ihre sieben Säulen ausgehauen. Das ist eine symbolische Aussage und sagt, Gottes Weisheit hat sieben Dimensionen oder sieben Aspekte oder sieben Schwerpunkte. Zum einen sieben, das ist so Gottes vollkommene Zahl, aber zeigt auch, Gottes Weisheit ist eine sehr umfangreiche Sache, die man nicht mit einem Punkt, einem Beispiel, einer Aussage dem gerecht werden kann, sondern es ist total vielfältig. Und das wollen wir gleich mitnehmen. Wie bei dem vorigen schauen wir das Wirken Jesu an
Und hier Lukas 5. Lukas 5, das ist auch ganz am Anfang von dem Wirken Jesu, auch wiederum bevor er seine Jünger berufen hatte. Hier wird Petrus noch beschrieben als Simon. Als er, Jesus, aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Boot, dass sie kämen und ihnen hülfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, so dass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Gehe von mir. Ich male erstmal das Diagramm, ähnlich wie das vorige. Es hat auch drei Spalten. Jetzt liegt der Schwerpunkt auf der Zukunft. Ein Wort der Weisheit wird in der Gegenwart ausgesprochen und bezieht sich entweder auf die Gegenwart oder auf die Zukunft. Jetzt können wir noch diese Aussage von Sprüche 9 hinzunehmen und sagen: Die Weisheit Gottes hat 7 Schwerpunkte, 7 Dimensionen, 7 Aspekte. Jetzt male ich hier mal so 7 Pfeile hin. Wenn man die Worte der Weisheit bei Jesus genauer anschaut, und es gibt eine wirklich schöne Vielzahl, kann man so 2 Schwerpunkte entdecken. Einige Worte waren für die Gegenwart, für die Situation. Und da gibt es eine große Anzahl Beispiele. Ich nehme mal nur 1 hervor, steht so in unserem kleinen Skript nicht. Da kamen ja die Pharisäer und Schriftgelehrten zu Jesus und sagten: Meister, sollen wir Steuern zahlen? Das ist nun so eine richtige, schöne theologische Trickfrage. Wenn Jesus sagen würde: Nein, natürlich nicht. Ich meine, ihr seid freie Juden, ihr zahlt keine Steuern. Dann gehen die zu den Römern und sagen: Habt ihr gewusst? Also dieser Kerl ist ein Rebello. Der lehrt die Leute, die sollen keine Steuern zahlen. Wenn Jesus sagen würde: Ja, natürlich müsst ihr Steuern zahlen. Dann gehen sie zu den Leuten und sagen: Habt ihr gewusst? Dieser Jesus, dem ihr nachfolgt, das ist ein Spion. Das ist ein Spion der Römer und möchte eigentlich nur, dass ihr noch mehr Steuern zahlt. Das heißt, wie Jesus antworten würde, der kommt immer in die Falle. Du, so eine Situation könnten wir auch erleben am Arbeitsplatz, vielleicht in der Familie, vielleicht in dem Wohnort. Das ist eine richtige, trickreiche Situation. Und in dem Moment wissen wir gar nicht, ob ich Ja oder Nein sage. Es ist alles kompliziert. Und dann wissen wir, wie Jesus darauf geantwortet hat und sagt: Ja, zeigt mir doch eine Münze. Und dann haben sie ihm da so einen schönen goldene Münze gezeigt. Hat er, und sag mal, und wessen Gesicht ist darauf abgedruckt? Ja, das ist Cäsar. Sagt er, das ist doch ganz klar. Dann gebt ihr Cäsar, was Cäsars ist, aber vergesst nicht, und gebt Gott, was Gott ist. Ist eine, nicht eine Kompromissantwort, ist eine Antwort mit 2 Schwerpunkten, die beide stichhaltig und begründbar sind. Und solche Art Situation hat Jesus häufig gehabt. Mitten in der Situation gibt Gott ihm Weisheit, wie er darauf antworten soll. Und das können du und ich auch mitnehmen. Vielleicht sogar, wenn du da in der Ausbildung bist, du musst ein Examen schreiben oder hast ein schwieriges Gespräch bei der Arbeit oder so. Du sagst: Herr, ich weiß jetzt nicht, wie ich mich verhalten soll. Egal, was ich jetzt sage, alles hat so recht negative Konsequenzen. Aber Jesus, du wirst immer im richtigen Moment vom Heiligen Geist die Weisheit Gottes bekommen. Und das wäre dann für die Gegenwart. Und das ist nur ein Beispiel. Es gibt eine große Anzahl Beispiele. Achtet mal drauf, was das besondere Merkmal ist. Das steht dann nicht in den Evangelien: Tatü, tata, hier ist die Weisheit Gottes. Sondern Jesus hat ganz gelassen und natürlich reagiert und gesagt: Achtet mal darauf. Dann gibt es Worte, und das, wo dieses, was wir jetzt anschauen, passt auch hinzu.
Das ist ein Spezialfall. Also manche Worte der Weisheit, die handeln sich nicht um ein Ereignis, sondern vielleicht, dass du und ich uns auf einem Kreuzweg befinden. Und wir müssen jetzt entscheiden, ja, nein, das tue ich nicht. Ich entscheide mich dagegen, dafür. Dann kann man das mit diesem einfachen Modell nicht mehr darstellen. Entscheidungen oder Verhalten oder Prioritäten in unserem Leben legen und so weiter. Und deswegen sind da 7 Striche, die sagen, Gottes Weisheit, die hat enorm viele Aspekte. Und auch das könnte man in dem Leben Jesu sehen. So haben wir hier einen Sonderfall, dass Jesus zu Simon sagt, fahre jetzt hinaus auf die Höhe und lass eure Netze hinaus. Ein Wort der Weisheit wird in der Gegenwart ausgesprochen, kann sich auf die Gegenwart beziehen oder auf die nahe Zukunft oder auf die Ferne. Das ist jetzt erstmal die gute Nachricht. Die etwas kompliziertere Nachricht ist, genau wie vorher, wir wollen uns Gedanken machen über Glaube. Und zwar sind hier 2 Personen involviert. Die eine Person ist die, die den Zuspruch macht, das Wort der Weisheit ausspricht, und die andere ist die, die den Zuspruch empfängt. Bei dem Wort der Erkenntnis ist das Schöne bei der Person, die den Zuspruch empfängt. Die braucht eigentlich praktisch nichts tun, die braucht nur mit dem Kopf zu nicken. Ja. Hast du so eine Situation? Ja. Warst du in dem Feigenbaum? Ja. Das heißt, bei einem Wort der Erkenntnis weckt es Glaube, holt die Person ab. Aber bei einem Wort der Weisheit ist das eine andere Geschichte. Wir gucken mal eben, wie Petrus darauf reagiert. Jesus gibt den Zuspruch, fahrt jetzt hin und werft eure Netze aus. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir sind Profis. Und wir haben die ganze Nacht hindurch uns bemüht und abgerackert und nichts gefangen. Also ich möchte sagen, Meister, hier bei uns, da fängt man nachts. Und wir haben dieses ganze Gebiet abgegrast und hier sind keine Fische. Was macht Petrus? Naja gut, es wäre auch bevor er in die Beziehung mit Jesus hineinkam. Er stellt dann eine Menge Fragen. Und diese Fragen kommen aufgrund von seinem Fachwissen. Also mein Fachwissen sagt mir, hier sind jetzt keine Fische und tagsüber fischt man nicht. Was ein gutes Wort der Weisheit tut, es fordert Glaube heraus. Jetzt so ein bisschen plump formuliert, aber man könnte sich vorstellen, dass Petrus zu Jesus sagen könnte, also aufgrund von seinem Fachwissen, hier bei uns fischt man nicht nachts und hier sind sowieso keine Fische. Dann könnte er sagen, also Meister, vielen Dank für diesen echt bemerkenswerten Zuspruch, aber ich bin müde, wir die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Also Meister, ich denke, ich schlage mal vor, ich setze mich hier unter den Olivenbaum und wenn die Fische hier vorbeischwimmen, dann weiß ich ja, du hast recht gehabt. Das heißt, ich lehne den Eindruck nicht ab. Langet das? Nicht wirklich. Es braucht Handlung. Das heißt, der Glaube äußert sich darin, dass ich etwas tue, eine Handlung mache. Und das ist manchmal leichter gesagt als getan. Wenn du und ich in einer wirklichen Notsituation sind und jemand kommt und gibt uns einen Zuspruch, du, das fordert uns heraus. Ja, weißt du, wie meine Finanzen sind? Ich meine, weißt du, wie die Lage im Moment ist und mit all den Kriegen und Sachen? Und du sagst mir das, ja. In der Regel fordert ein Wort der Weisheit uns heraus, wenn man so will, es nötigt uns zu einer Stellungnahme. Manchmal eine direkte Handlung oder eine Stellungnahme. Und das kann echt herausfordernd sein.
Und Petrus konnte sich dazu durchringen und sein Wort, das er dazu verwendet, ist: Aber auf dein Wort will ich es tun. Herr, meine Situation, die ist im Moment gar nicht so rosig, aber weil ich glaube, du hast mir das gesagt, werde ich das tun. Das könnt ihr vielleicht mitnehmen. Auf dein Wort. Nun wird die Frage noch für dich als mich, die im Ministry-Team sind oder vielleicht in einem prophetischen Team: Wie viel Glaube braucht es? Wir haben vorhin festgestellt, bei einem Wort der Erkenntnis, je präziser das Wort ist, dass diese Person weiß, ich bin gemeint und nicht der größte Teil der Gemeinde, auch ich bin gemeint, da würde also diese Person sich wünschen, dass das Wort exakt ist. Je präziser das Wort ist, desto höher ist der Faktor der Risiko. Ach ja, weißt du, diese Sachen, ich musste das alles auf die harte Art lernen und ich kann auch nicht sagen, heute habe ich das alles im Griff, passt bei mir alles prima. Gib mal ein Beispiel. Das liegt jetzt schon viele Jahre zurück, da war ich in Deutschland in einer Gemeinde, da war ich zu der Zeit noch berufstätig in Südafrika und es war an einem Sonntagmorgen im Gottesdienst. Und dann haben die Ältesten mir so, und der Pastor so sehr liebevoll das wissen lassen. Also der Pastor und drei von den Ältesten oder zwei von den Ältesten hatten eine Einladung für einen missionarischen Einsatz in Papua-Neuguinea. Das ist eine schöne Sache, wenn Gott einem so Türen öffnet in der dritten Welt. Nur das Besondere bei ihrer Einladung war, sie haben dann so via mitbekommen, dass diese Gemeinde in Papua-Neuguinea haben alle Leute dort den Eindruck, alle Deutsche und Schweizer sind wie Reinhard Bonke. Nun frage ich mich, wie ich damit umgehen würde, oder vielleicht du, wenn ich da ganz fröhlich nach Papua-Neuguinea komme und sie erwarten eigentlich, Reinhard Bonke kommt und dann kriegen sie nur mich. Also das ist nicht so eine optimale Voraussetzung für den geistlichen Dienst. Und dann haben sie mir gesagt, du Walter, also kein Druck, überhaupt kein Druck, aber wenn der Herr dir vielleicht irgendwas sagen würde, also hab da keine Hemmung und sag uns das weiter, was uns helfen könnte für unseren Einsatz in Papua-Neuguinea. Und wie soll ich sagen, ich habe den ganzen Gottesdienst im Lobpreis fast ohne Druck verbracht, aber auch nur fast. Weil ich spürte ihre Not. Sie brauchen ein Wort vom Herrn, das sie begleitet in Papua-Neuguinea. Und noch während dem Lobpreis, da sah ich ein Bild. Ach ja, mir wird jetzt noch Angst und Bange, wenn ich das höre. Ich sah so einen Jungen, der ist vielleicht so groß, vielleicht 14 Jahre oder was. Und der hat eine ganz schlimme Krankheit, ein Defizit. Hat irgendwas mit den Ohren und den Augen oder sowas zu tun. Und durch ihren Dienst in Papua-Neuguinea wird er geheilt werden und es wird ihnen Türen öffnen. Ich habe dann Lehrkassetten vom Graham Cook gehört. Weißt du, wer Graham Cook ist? Der ist vielleicht in diesen Landen nicht so bekannt. Der ist ein Engländer, lebt heute, glaube ich, in Amerika. Der hat viele gute Lehren gegeben, hat aber auch aus seinem eigenen Leben erzählt. Und am Anfang seines Dienstes haben ihn ganz krasse Worte der Weisheit richtig herausgefordert. Und er hat sich dann da so ausgerechnet, er hat irgendwo im Fernosten da ein krasses Wort bekommen, dachte er, wenn ich das gegeben habe, hoffentlich tut Gott mich nie wieder in diese Gemeinde hineinführen. Ihm war das Risiko zu groß. Weißt du, für dich und mich als Leute, die auf Gottes Stimme hören und so weiter sagen, was ist der Unterschied zwischen einem Wort der Weisheit und einem Wort der Erkenntnis? Das ist jetzt so im Volksmund, das steht nicht in der Bibel. Bei einem Wort der Erkenntnis hast du die Möglichkeit, da wirst du sofort blamiert, und bei einem Wort der Weisheit hast du die Möglichkeit, da wirst du später blamiert. Also das ist so der Unterschied, das ist vom Praktischen. Dann sitze ich da und denke ich, Herr,
Also am liebsten würde ich das unter den Teppich fegen. Dann haben sie am Ende noch eine Segnungszeit gehabt. Dieser Pastor und die drei Ältesten waren da vorne und die ganze Gemeinde aufgefordert, und für sie zu beten. Ich durfte auch da stehen. Da sehe ich wieder dieses Bild. Da dachte ich, wenn ich jetzt das nicht sage, da bin ich echt ungehorsam. Gott hat was gezeigt und ich habe nicht den Nerv, das zu sagen, weil ich mich nicht blamieren möchte. Dann habe ich mir ausgerechnet, das ist jetzt 12 Uhr Sonntagmittag. Anschließend nach dem Essen werden die mich zum Flughafen bringen. Da fliege ich zurück nach Südafrika. Und also je schneller, desto besser nach Südafrika fliegen. Und ich hoffe, dass ich nie wieder in diese Gemeinde eingeladen werde oder selten. Na, gesagt, getan. Und irgendwann dann, ja, Walter, hast du was? Dann habe ich ihnen gesagt, ja, dieses junge Mann und so und dies und das. Okay, ja, also können wir den Segen jetzt vom Gottesdienst sprechen. Ich möchte das nach Hause fahren. Und das war das. Dann bin ich nach Hause geflogen und es sind viele, viele Monate ins Land gegangen. Und wie soll ich das so höflich sagen? Ich habe dann doch bewusst den Kontakt mit der Gemeinde gemieden. Und einer der Ältesten sind wir recht gute Freunde. Und einmal rief ich ihn an von Südafrika. Ich musste irgendwas anderes mit ihm noch besprechen. Und ich war schon dabei, den Hörer wieder hinzulegen. Sagte, warte, ich wollte noch sagen von Papua-Neuguinea. Da sage ich, ja. Er sagt, also die Sache sah so aus. Wir kamen nach Papua-Neuguinea. Und geistlich gesehen, also die waren sehr nett und freundlich und höflich, die Leute, aber geistlich gesehen waren die Türen bums zu. Und an einem Abend, wo wir da gelehrt haben, da kam wirklich ein junger Mann und der war taubstumm. Und wir haben für ihn gebetet und er ist sofort geheilt. Und das hat so eine Welle verursacht, nicht nur in der Gemeinde, sondern da ist es sehr von den Chiefs bestimmen, was da läuft. Dieser Chief hat an das nächste Dorf, den Chief da, einen Brief geschrieben und sagt, diese Leute da, lade die mal ein, das sind gute Leute. Und der Chief hat den Leuten verboten, die durften nicht mehr auf der Landwirtschaft arbeiten, die mussten jeden Tag morgens, mittags und abends im Gemeindesaal hören und alles, was diese Deutschen ihnen zu sagen haben, sollen sie hören. Und der nächste Chief hat das Gleiche gemacht und sagt, nichts wird gearbeitet heute, alle kommen in die Gemeinde. Und Gott hat massiv gewirkt. Aber weißt du, was mich am meisten bestürzt gemacht? Zum einen, das Wort ist wahr geworden, aber der Älteste, der es mir am Telefon gesagt hat, der hat so nebenbei gesagt, ja Walter, ich wollte nur sagen, das Wort ist dann tatsächlich wahr geworden und die Türen sind aufgegangen. Im Nachhinein wurde mir noch Angst und Bange, dachte ich, ja, liebe Freund, wenn du wüsstest, was mich das gekostet hat. Also am liebsten hätte ich das unter den Teppich gefegt. Das Problem ist nur, wir müssen unter den Teppich fegen. Dann gibt es keine Bestätigung. Und ich erzähle dieses, ich muss da auch ganz ehrlich gestehen, ich kann auch nicht sagen, ja, heute habe ich das alles im Griff. Du, dieses Risiko. Ich habe ehrlich gedacht, wenn man lang genug so im geistlichen Dienst ist, dann wird das Risiko weniger oder schöner oder wie auch gerade, man kriegt besser in den Griff. Es ist eher nicht der Fall. Ob es ein Wort der Erkenntnis ist oder Wort der Weisheit, das Risiko bleibt immer da. Also wie sollen wir das formulieren? Gott ist souverän und er vertraut dir und mir ein Wort der Weisheit oder ein Wort der Erkenntnis an, damit seine Kinder gesegnet werden. Und deine und meine Herausforderung sozusagen, dass wir unser Innenleben auf Vordermann bringen und sagen, Herr, dieses Risiko ist mir ziemlich heftig, aber auf dein Wort will ich es tun, sagt Petrus. Und so wünsche ich euch viele Gelegenheiten, zum einen Worte der Weisheit zu empfangen und zum anderen natürlich die auch auszusprechen und zum anderen, dass Gott euch Bestätigung gibt. Unser geistliches Engagement mit Gott lebt von Bestätigung. Könnt ihr euch das vorstellen? Aber dann müsste es ausgesprochen werden. Ohne Bestätigung ist es für uns schwierig oder es wird sehr schön, aber es braucht erst das, ausgesprochen zu werden. Damit bin ich eigentlich schon bei meiner Lehre. Ich habe hier noch ein paar Merkmale aufgeschrieben, aber das ist schon das Ende der Lehre. Ich möchte noch für uns beten und ich warte einfach mal, vielleicht gibt Gott uns noch ein paar Eindrücke. Als ich den Raum betrat heute Morgen, ein bisschen später, als ich mir das eigentlich geplant hatte, als ich den Raum betrat, merkte ich, in dem Raum ist eine wirklich schöne Gegenwart des Heiligen Geistes. Und innerhalb von so einer schönen Gegenwart des Heiligen Geistes dürfen wir alle, ich plus ihr, mehr und mehr dafür rechnen, damit rechnen,
dass Gott uns Worte der Erkenntnis, Worte der Weisheit und darüber hinaus auch prophetische Worte gibt. Also ich bete jetzt mit uns und dann warten wir einfach mal. Du darfst den Herrn um ein Wort der Weisheit oder Erkenntnis für dich oder deine Situation bitten. Und ich bitte und warte auf den Herrn für Worte der Weisheit oder Erkenntnis für euch. Ist das gut so? Ihr dürft euch innerlich engagieren. Ich lasse irgendwann mal eine kleine Pause und danke für das Lobpreisteam, das uns da unterstützt. Jesus, wir danken dir, dass du den Zuspruch deinen Jüngern gegeben hast. Du hast gesagt, die Worte, die du zu uns redest, sind Leben und Geist. Johannes 6. Leben und Geist. Und Herr, wir brauchen von dir Worte, die Leben und Geist bei uns persönlich, durch unseren Dienst in der Gemeinde wirken. Wir danken dir, Jesus, dass du in so eindrucksvoller Weise in den Geistesgaben gewirkt hast. Ich sehe ein Bild, dass eine Person in der Gemeinde, du hast einen ausgesprochenen Lehrdienst. Heißt nicht unbedingt, dass du in der Gemeinde lehrst, sondern es könnte auch außerhalb sein. Heißt auch nicht unbedingt, dass du hier vorne in der Gemeinde stehst und lehrst. Könnte sein, dass du in einem Hauskreis, einer Gruppe, Gebetskreis oder ähnliches. Aber das Besondere von dem, was ich sehe, du verbringst viel Zeit über die Bibel. Und es liegt dir wirklich dran, was möchte Gott uns heute sagen? Und es strengt dich an. Und dann sehe ich, wie die Hand Gottes kommt und auf der Bibel hin zeigt, achte mal auf diesen Vers oder blättere mal dorthin. Was ich davon mitnehme ist, zum einen, Gott hat dich berufen für einen Lehrdienst und zum anderen, es kommt eine neue Dimension, wo du intensivst göttliche Offenbarung bekommst, welche Verse du lehren solltest und zum anderen, wie und wo es vorher für dich anstrengend war, wird es ab jetzt leicht sein. Ich höre die Worte von jemandem, der sagt, muss ich mich nach diesen Gaben ausstrecken? Die Antwort vom Herrn ist, nein, du musst nicht. Wenn du dich aber innerlich aufmachen möchtest, dich nach nicht nur diesen zwei genannten Gaben, sondern überhaupt nach den Geistesgaben ausstreckst. Die Worte, die ich höre, die Gott dir zuspricht, sagt, ich habe Möglichkeiten, von denen du nichts weißt. Und dass du bislang deine Vorstellung beschränkt hast, auf was du verstehst und was du dir vorstellen kannst. Und Gott sagt, wenn du dich ausstreckst, dann wird er dir begegnen in einer Art, wie du es dir nicht vorstellen kannst. Die Eindrücke kommen so schnell, ich hoffe, ich vergesse die nicht. Hier ist eine Person, vielleicht auch mehrere in dieser Gemeinde, du vielleicht auch zugeschaltet. Erstmal das Wort ist, du fühlst dich entwurzelt, geistlich entwurzelt. Du hast noch nicht deinen Platz so richtig gefunden. Und Paulus gebraucht gerne das Bild, dass wir in Gottes Ackerland eingepflanzt werden. Gott sagt, es ist kein Zwang und Druck für diese Gemeinde, aber er hat einen Weg für dich. Er möchte dich in eine Gemeinde, vielleicht ist es sogar diese Gemeinde, einpflanzen. Und das, wonach du dich schon immer gesehnt hast, wird verwirklicht werden. Ich habe den Eindruck, es ist mehr als eine Person. Und ich möchte hier nicht irgendwie Druck machen und sagen, du musst in diese Gemeinde dich einklinken. Ich möchte nur sagen, Gott sagt, wenn du ihn um Hilfe, um Weisheit bittest, wird er dich führen, dass du in eine Gemeinde, vielleicht ist das diese, total eingewurzelt bist und dort wirst du blühen. Dann sehe ich das Bild von einer Person, das ist ein symbolisches Bild, sitzt am Steuer und sie tritt auf die Bremse. Das ist ein Bild von irgendwie einem Widerstand. Ich habe den Eindruck, es bezieht sich auf einen Mann. Möglicherweise ist der Mann gar nicht hier im Gottesdienstraum. Und es wird viel für dich gebetet, aber du hast gewisse Vorbehalte. Vorbehalte dem Herrn und seiner Beziehung und dem Wort und vieles macht dir keinen Sinn.
Und jetzt hast du einen Widerstand, geistlich gesehen, trittst du auf die Bremse. Ich habe den Eindruck, Gott ist dabei, dein Herz zu verändern, das sanft zu machen. Wo der Widerstand, vielleicht auch begründete Widerstand aus deiner Sicht ist, Gott wird das, die Situation ändern, dich heilen und wiederherstellen. Dann sehe ich eine Person, sie hält die Hände so ausgestreckt, wie wenn du etwas empfangen möchtest. Und da wird Segen in deine Hände gegossen und unten rinnt es durch. Wie wenn du nicht fähig bist bislang oder du hast es nicht geschafft oder es ist dir nicht gelungen, den Segen Gottes in den Händen zu packen. Der Segen ist da, der wird ausgegossen. Und ich habe den Eindruck, unter anderem hat es zu tun mit finanziellem Segen. Und dass eine oder vielleicht mehrere Personen sich immer wieder ausgestreckt haben, sie sahen, das ist eine gute geschäftliche Gelegenheit und du warst dir ziemlich sicher, ich habe den Segen bekommen und dann zerrinnt es dir unter den Fingern. Ich habe den Eindruck, unter anderem ist die Erklärung dafür, dass der Feind versucht, dich zu berauben und entmutigen. Aber ich habe den Eindruck, dass der Herr dir den Zuspruch gibt, versuch es noch einmal. Aber jetzt in direkter Absprache mit dem Herrn. Der Herr wird dir neue Gelegenheiten geben, finanzielle oder geschäftliche Art. Und der Herr wird dich schützen, dass dieser Segen nicht zerrinnt. Dann sehe ich, eine Person hat eine ausgesprochene, starke Gebetsberufung, Fürbitteberufung. Es könnte sich um mehrere Personen handeln. Du bist sehr treu, aber du hast in den letzten Zeiten nicht so viele Antworten auf dein Gebet bekommen. Und das hat dich irgendwie entmutigt. Also erstens, du hast eine Gebetsberufung. Und das Zweite, was ich sehe, das ist jetzt keine Rüge, sondern eher eine Aufforderung, denke nicht zu klein von dir und deiner Berufung. Und der Herr möchte dich in ein größeres Umfeld stellen, die größere Sache anvertrauen und dass du das ein inneres Ja dazu findest. Danke, Herr, du hast mir eine Gebetsberufung oder Fürbitteberufung. Und das nicht so sehr nur ich bete für meinen kranken Nachbar, sondern die Fürbitte ist, Gott möchte diese gesamte Region, wo eure Gemeinde hier ist, diese Region anrühren, mit seinem Geist füllen, hier Licht hineinbringen. Das ist eine großartige Sache, die viel größer dein eigenes Leben ist. Und das ist der Ersatz keine Überforderung, aber trau ihm Großes zu. Wie heißt doch dieses schöne Schweizer Lied, mir truhe dir, oder wie heißt das? Das könnten wir gleich nochmal singen. Ich sehe über dem Raum hier, das erinnert mich an 1. Mose 1, Vers 1, 2, 3 oder so, dass Gottes Geist über den Wassern schwebte. Ich sehe so ein Bild in symbolischer Weise, Gottes der Geist von Weisheit und Offenbarung, so wie Paulus das im Epheser 1 formuliert, schwebt über diese Gemeinde. Ich habe den Eindruck, das ist nicht nur heute in diesem Tag und nicht nur exakt in dieser Veranstaltung, sondern ich habe den Eindruck, es ist eine Sache, die Gott schon seit langem vorbereitet hat. Und dass dieses Schweben des Heiligen Geistes jetzt kommt an die nächste Phase und das ist die Manifestation des Heiligen Geistes. Und aus diesem Schweben über der Gemeinde wird in einzelnen Leben von Menschen, in einzelnen Diensten enorm vieles gewirkt werden. Jetzt spezifisch von dem, was ich sehe, durch den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Dann noch ein Eindruck. Ich sehe eine Person, dass du bist schon einige Zeit unterwegs, irgendwo im geistlichen Auftrag des Herrn. Und im Moment geht es dir dabei gar nicht gut. Und jetzt sehe ich sage dir das Bild, das ich sehe, und du kannst schauen, wie du es anwendest. Ich sehe einen Amboss, wie bei einer Schmiede, und ein Eisen, was drauf geschmiedet wird, und ein großer Hammer, der das schmiedet. Und ich sehe, dass Jesus genau zuguckt. Und das ist ein Bild für Charakterschule. Jesus ist dabei, dich zu prägen, zu formen. In Englisch würde man sagen, he shapes your life. Er formt dein Leben. Und vielleicht, dass du dieses mitnimmst, die Ereignisse der letzten Wochen, vielleicht auch Monate, sind nicht gekommen, weil du was falsch machst, sondern weil du was richtig machst. Und die Erklärung für das, was du erlebt hast, was sehr schwer einzuordnen ist,
Jesus benutzt diese Situationen, um dich zu prägen und zu formen und zu gestalten. Und die Bibel redet von Metamorphose. Und ich habe den Eindruck, diese Zeit, die kommt jetzt rapide zum Ende. Und dass du wirst die Frucht von dieser Zeit wirst du erleben. Und dieses, dass Jesus dir sagt, ich bin zufrieden mit dir. Vielleicht bist du selber nicht oder hast das Gefühl, du versagst. Nein, diese Vorbereitungszeit, die kommt jetzt zum Ende. Amen.